So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Jump League. Und heute habe ich mal den Experten da. Hallo. Hallo. Und ich fall direkt runter. Hallo. Habe ich den Tim gemacht? Nee, ich dachte mir einfach. Oh Gott, Alter, was mache ich denn? Ich dachte mir einfach, ich nehme mal den Tim, nachdem ich ihn so vernichtend geschlagen habe letzte Folge. Und wir machen mal ein kleines Wettrennen. Also, wer zuerst da ist, zählt dieses Mal. Ich bin gerade im Überlegen gewesen, ob ich keine Kiste loote. Aber nee. Ich loote auch Kisten, keine Sorge. Ja, okay. Ich hab trotzdem voll verkackt direkt am Anfang. Muss mich jetzt beeilen. Hoffentlich wird das was. Oh Gott. So, und wann hast du vor, mal das zu schaffen, was ich letztes Mal gemacht habe? Ob ich das vorhab? Ja. Ja, ich habe noch Zeit. Hast du mein Video gesehen? Ja, klar habe ich es gesehen. Aber die Sache ist, ich habe das ja nicht von Anfang an gemacht. Hä? Mit 14 Folgen Jump. Es ist ja auch nicht so, als würde man das nicht immer versuchen. Also ich habe das am Anfang nicht, oh Gott, den neuen Part hier kenne ich gar nicht, den habe ich in deinem Video gesehen. Ist ja nicht aber so, als würdest du extra runterspringen. Nee, eh nicht, aber keine Ahnung. Ich denke mal, wenn man es darauf abzielt, dann ist man halt wesentlich vorsichtiger. Meinst du nicht? Also ich sage jetzt, wenn ich wirklich glaube so versuche, dass ich... Wirklich? Keine Ahnung, ich komme mir so vor, als würde ich vorsichtiger springen, wenn ich mir denke, okay, ich will nicht runterfallen. Von wegen, dass ich nicht in einem durchspringe, bei schwierigen Sprüngen, sondern, also bei den meisten Sprüngen, sondern dass ich einfach sneak danach immer. Oh Gott, der Vierersprung am Ende von dem Ding hat mich gerade gekillt. Ja, du wirst gewinnen. Ist nicht so mein Ding. Und vor allem, ich habe gerade so, diese neuen Parts, die kennst du schon, das ist unfair. Welchen neuen? dieses Haus mit dem Glas drinnen. Ich springe das gerade zum ersten Mal. Das ist unfair. Mir hat nur jemand geschrieben, es gibt neue Parts. Ja, natürlich ist es unfair, hallo. Oh Gott, okay, aber ich schaff's. Hoffentlich jetzt. Shit. Am Ende ist halt dieser blöde Vierersprung. Ich hab den schon wieder nicht geschafft. Wo? Bei dem Glasding, da wo das orange Glas dann kommt. Am Ende ist es so ein richtig behinderter Vierersprung. Hey? Und die kann ich überhaupt nicht. Keine Ahnung. Ich bin gerade richtig schlecht hin. Aber du kriegst eh wieder nur Crap, ne? Oh, es geht. Also. Ja, schon voll dir. Ich habe eh das Gefühl, dass Eisensachen jetzt da immer nur später kommen, ne? Ja, aber das ist schon ein bisschen länger so. Keine Ahnung. Ich meine sogar, dass es vielleicht sogar schon immer so war, dass die Eisensachen immer später kommen. Nur hat man oft gar keine. So. Also ich hatte bis jetzt zumindest noch nie, dass jemand, der, sag ich mal, jetzt so weit ist wie ich gerade, also praktisch fast gar nichts, schon Eisenzeug hatte. Das habe ich früher auch nie gehabt. Aber naja, wir sollten mal ein anderes Thema hier aufwachen. Wie geht's dir denn so mit deiner Pfanne? Mir geht's super. Ach scheiße, ich bin ja verkackt, Mann. Ja, ich auch, den Vierersprung. Alter, das kann nicht wahr sein. Ich habe keine Ahnung, wo dein Vierersprung sein soll. Ja, am Ende, der letzte Sprung vor dem Checkpoint. Und da kann man auch nicht drüber jumpen, also mit Anlauf. Doch, kann man, aber was trotzdem verkacke ich den jedes Mal. Ja, mache ich doch. Aber das Problem ist, entweder springe ich... Alter, der ist aber auch schwierig hier. Drüber. Oder ich springe. Oder ich falle direkt am Anfang runter. Alter, aber. Ey, ich krieg dieses Haus nicht auf die Reihe, ne? Das ist echt so eine kleine Herausforderung für mich gerade. Ach. Ja, danach wird's nicht einfach. Ja? Was kommt denn dann so? Wahrscheinlich ist der Part mit den Cobblestone-Fenstern da. Ein Fenster ist hier. Ah, okay. Weil normalerweise, das hatte ich. Ich habe ja. Mehr Folgen Jump League als du, ne? So 14 Stück oder so. Ja. Und ich hab's wirklich gehabt, dass ich in jedem einzelnen Jump League Part bisher dieses Jump'n'Run mit den Cobblestone-Fenstern drin hatte. In jeder Folge. Okay. Hast du geschafft? Ja. Ich hab jetzt den Vierersprung endlich geschafft, oh Gott, Alter. Alter! Dafür erstmal schön die Tastatur vergewaltigt. Auch neue Parten, auch echt schwierig, glaube ich. Hier sind echt eine Menge neue Parts, ne? Nee, hier kann man rüberspringen. Nee, oder? Ich weiß nicht. Ja. Okay. Warum? Wahrscheinlich, aber es geht hier auch schneller, sag ich. Ich glaube, ich muss jetzt noch weit schaffen, damit man die ganzen neuen Parts bei mir sieht. Okay. Ja, sonst ein bisschen blöd. Oh. Yep. Okay. Ich hole jetzt auf, ne? Ja, ich versuche hier abzukürzen, die ganze Zeit faile. Einmal versuch's noch. Hä, wo willst du abkürzen? Ach, kacke. Ja, guck mal nach. Oder was ist das hier? Potzoll. Da, wo Potzoll auf dem Boden ist, muss man gucken. Potzoll, was? Ja, das heißt. Achso, dieses Erde, ja. Diese Erde da. Ja, okay. Da kann man ganz knapp rechts rüberspringen. Oder eben nicht.
Also ist schwierig. Mann, Shithouse. So ging's mir gerade auch noch. Wow. Oh, kacke. Boah, ich hab bisher echt nur Crap. Ich hab, also... Ah, mal schauen. Gute Sachen. Boah, das war knapp. Oh, Eisenhose, aber Eisenhelm. Wie viele neue Parts haben die reingepatcht, weißt du das? Das sind sicher wieder mehr als 10, wenn wir... Ja. Also in der MOTD steht... Aber ich hab gar nicht geguckt jetzt. Hä, wie schafft man den Sprung denn? Lol. Wo bist du denn? Da wo diese Cobblestone-Fenster und die ganzen Stonebricks sind. Der letzte Sprung ist richtig schwierig, genau. Kann das sein? Da habe ich auch so lange gebraucht. Nach der Leiter. Okay. Ja, genau. Ich weiß aber, glaube ich, wie der geht. Weil den kannst du mit dem Anlauf, kannst du den mit Anlauf vom vorherigen Block nehmen. Der ist ja echt blöd. Mal schauen, wie ich es schaffe. Wird schon gehen. Aber die sind alle nicht so leicht, muss ich sagen. Aber finde ich cool. Ja. Hast du bei den anderen neuen Parts, also die jetzt schon alt sind wieder, da gibt's ja dieses grüne Haus, ne? Dieses Glasding. Das kennst du ja, ne? Stimmt. Also spontan weiß ich nicht, was du meinst. Ja. Ne, diese große Box aus grauem Clay und grünem Glas. Die kennst du doch sicher, oder? Ja. Ja. die war zum Beispiel viel schwieriger, als das rausgekommen ist, finde ich. Das wurde dann genervt. So. Genauso wie... Kennst du das mit dem Soul Sand und dem Wasser? Wo du immer hochschwimmen musst und dann auf die Leiter? Keine Ahnung. Mach den mal da. Ich dachte, ich spiele hier mit einem Experten. Ich warte mal ganz kurz. Okay. So, ich muss mein Mikro einstecken. Also nicht mit Springen, sondern mit Reden. Alles klar. Oh nein. Ey, dieser letzte Sprung, wie hast du den gemacht? Ja, ich habe auch lange gebraucht. Ja, aber gibt's irgendeinen Trick, neuer ne? Part, der echt schwierig ist. Ey, das ist unglaublich. Nur neue Parts. Nur drei so. Sprünge nach oben. Okay, pass auf, dass am Anfang, dass wir schauen, wer schneller ist, das lasse ich mal raus, okay? Das schafft sowieso keiner. Doch, ich hab's jetzt gleich. Also, okay, wenn ich das so schaffe. In der Zeit. Mal schauen. Ich hoffe ja nicht. Ich will diesen Sprung noch schaffen, unbedingt. Ich hab absolut keine Ahnung, wie der gehen soll. Das ist einfach so unglaublich weit. Alter, ich spring total am Ende weg und schaff das trotzdem nicht. Ich verstehe das nicht. Egal, wird schon klappen. Angel habe ich trotzdem nicht. Na, Angel. Bist du jetzt zum Angel-PvP geworden? Hier, komm her, Tim. 2v1. Oh, verdammt. Ich habe halt total Crap-Ausrüstung, aber... Das hat jeder eigentlich außer dir total Crap-Ausrüstung. Wo warst du? Weißt du das? Ungefähr? 240 sowas, schätze ich. Ich habe gar keine Regeneration gerade bekommen. Was ist da denn los? Getötet. Achso. Doch. Also. Natürlich. Ich hab vorhin auch schon getötet. Oh Gott, geh weg. Nein, geh weg! Ich hab nichts. Lass mich leben. Hey, das liegt da, hol dir den Tim. Alter. Oh, die Team, die beiden. Echt? Ja, zwei Teams. Alles klar. Darf man das eigentlich, weißt du? Nö, darf man nicht. Du hast eh beide gelegt, ne? Ich hab nicht gegen die gekämpft. Deine Eisenaxt, Alter. Wieder übertrieben. Oh nee. Ach, dieses Scheißwasser. Ich finde das so hässlich an der Map, aber es ist allgemein irgendwie jede Jump League Map. Die Deathmatch Maps haben alle so ihre Nachteile, finde ich. Oh Gott, da ist ein Teamskin. Also die es zuerst gab, alle, die finde ich cool. Ja, die gibt's die eigentlich nicht mehr, weil ich sehe die gar nicht mehr. Ich krieg immer nur diese Eismap oder die hier. So, jetzt habe ich eine Angel und einen Bogen. Hä? Was denn? Hä? Ich habe mir gar nichts rausgenommen. Da stand, also da ist eine Kiste gespawnt, ich konnte mir nichts rausnehmen. Und da stand instant, you cannot take more items out of this chest. Ja, vielleicht hat wer anderes schon rausgenommen. Nee. Oder hast du die... Killed. Oh. Auch gut. Habe ich keine Angel. Okay. Noch kein Bogen. Aber ein Kompass. Das ist schade, Sinn. Glaube ich dir, dass du es schade findest. Ich will weg von dir. Du sollst nicht hier kommen. Warte mal. Da vorne im Wasser. Der Typ hat eine Angel. Der wird mich 100... Ja, was sag ich? Oh Gott, Alter. Hey, hier ist ein Easter Egg. Ah, okay, von wem die Map ist. Auch gut. Oh nee, geh weg. Ich bin Tim!
Ja, guck, der Typ hilft mir. Perfekt. Der hat eine Angel. Oh, komm her. Nein, ich dachte, es reicht. Warst du low life? Nicht, ne? Ja. Nee, ging so. Weil, warst du low? Nee, überhaupt nicht. Ja, ich dachte, der Typ hat dich geschlagen. Ja, einmal. Hat dich nur geangelt. War blöd. Okay. Wo ist eigentlich dieser andere Typ? Dieser Tom-Chom ist ja bei dir jetzt. Aber wo ist der andere? Ich habe einfach keine Chance gegen dich. Was? Hättest du mich angreifen können. Ja, niemals mit Regeneration. Bis ich da bin, ja, hättest stimmt. Du wieder genug Kerzen gehabt. Jetzt habe ich eine Angel. Oh nee, jetzt werde ich gerackt. Gott. Ja, aber wo ist echt der andere Typ? Der muss sich in irgendeinem Haus verstecken wahrscheinlich. Ich suche den jetzt. Guck mal auf den Kompass. Okay, da bist du. Oh, wir teamen nicht. Das ist taktisches Ignorieren. Man kann ja vor allem in jedes einzelne Haus hier reingehen. Der könnte überall sein. Oh, ich sehe ihn. Er sneakt da entlang. Den hole ich mir jetzt. Na du? Ist er weggelaufen? Ne, da ist er. Oh, jetzt läuft er weg. Nein! Alter. Vergiss es. Jo. Was hast du nicht? Nicht. Ah, oh, jetzt springt er ins Wasser. Hat er eine Angel? Nee. Ah, ich hab ihn gleich, sag ich. Ja. Dachte ich bekomme auch. Ah, jetzt hat er sich total verfranst. So, ein Cookie. Ja? Verdammt. Nein, er hat einfach einen Bogen. Ja, ist klar, Tim, Alter. Okay. Easy. Wie viele Jump-Fails hast du? Ah, viel zu viele. Wie viel? 30. Okay, ich hab auch 22. Ich glaube, so viele Jump-Fails hatte ich in den letzten 20 Runden, die ich gespielt habe, nicht mehr. Das ist so übel. Ich muss mal ein Video machen, wo ich schaue, dass ich die ganzen neuen Parts schaffe. Das ist echt heftig. Ja. Aber ansonsten, ich bin trotzdem der bessere Jumper, weil ich null Fails habe und du nicht. Schäm dich. Ich schäm mich doch, Mann. Ja, okay, aber das war's eigentlich mit der Folge. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr eine Bewertung da lassen und auf jeden Fall beim Tim vorbeischauen. Da gibt's Jump League mit mehr runterfallen. Darauf werde ich mein Leben lang jetzt stolz sein. Darfst du. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Bis dann.